Herzlich willkommen zu unserem Fall im Fokus. Auch heute laden wir Sie ein, sich zu überlegen, wie Sie diesen Fall gelöst hätten. Es geht um eine 64-jährige Kataraktpatientin mit subjektiver Sehverschlechterung, starker Lichtempfindlichkeit und dem Wunsch nach Brillenfreiheit. Vorgestellt wird der Fall von Prof. Dr. Gerd-Uwe Auffahrt, dem ärztlichen Direktor der Universitätsaugenklinik Heidelberg. Wir haben Professor Auffahrt auf dem DOG-Kongress in Berlin getroffen. Ja, guten Tag, Herr Drucks. Ich freue mich, hier diesen Fall vorstellen zu können. Es ist eine Mischung aus dem Bereich Katarakt und Refraktiv. Wie schon gehört, die Patientin ist 64 Jahre. Sie ist schon für einige Jahre Presbyop. Sie ist allerdings leicht myop, sodass sie recht gut im Intermediär- und Nahbereich auch ohne Brille zurechtkommt. Allerdings hat sie jetzt eine Katarakt entwickelt, eine subkapsuläre Katarakt. Und das hat dazu geführt, dass sie unkorrigiert nur noch etwa 0,2 bis 0,3 auf dem linken und 0,4 bis 0,5 auf dem rechten Auge sehen kann. Korrigiert bekommen wir sie allerdings auf fast 0,63 bis 0,8. Also im Prinzip ist es eine Frage, ob man schon einen grauen Star operieren soll oder nicht. Hinzu kommt, dass sie einen Astigmatismus hat und dass sie aber insbesondere über die Sehqualität sich beschwert und gerade beim Autofahren und nachts sehr empfindlich ist auf entgegenkommendes Licht. Die Frage ist also, sollen wir hier operieren und wenn wir operieren, was für ein Intraokulärlinsenimplantat oder welche andere Optionen wir überhaupt haben, um bei dieser Patientin wieder eine gute Sehqualität und natürlich auch Sehquantität zu bekommen. Für welche Option hätten Sie sich entschieden? Monofokallinse plus Brille, torische Linse plus Brille, trifokal-torische Linse, nicht diffraktive torische Edorf-Linse oder ein refraktives Laserverfahren? Und für welche dieser Optionen haben Sie sich letztendlich entschieden? Nun, auf der einen Seite ist sie in gewisser Weise eine refraktive Patientin, weil sie eine Brillenunabhängigkeit wünscht. Allerdings ist sie eigentlich für eine Laserbehandlung, eine Oberflächenbehandlung schon zu alt und sie hat ja eine Pathologie, und zwar eine subkapsuläre Katarakt. Und das ist im Prinzip ihr Problem, insbesondere die Sehqualität und der herabgesetzte Kontrast und die Blendungsempfindlichkeit. Nun, würden wir ihr jetzt eine Lösung anbieten ohne eine torische Linse, müssten wir auch noch etwa 1,5 Dioptrien Astigmatismus mit in Kauf nehmen, sodass eine torische Linse bei einer Kataraktoperation bei ihr schon mal gesetzt ist sozusagen. Dann stellt sich die Frage, wie bekommen wir sie anderweitig brillenfrei? Nun, da haben wir die Möglichkeit, entweder eine Monofokallinse oder eine diffraktive oder nicht diffraktive Premiumlinse, wie zum Beispiel eine Trifokallinse zu nehmen. Nun, wenn wir uns da Gedanken machen und mit der Patientin reden, stellen wir fest, dass sie durchaus aufgeschlossen ist zu gewissen Nebenwirkungen, aber eigentlich gerade diese Nebenwirkungen, die mit Blendung, Halo, Glare zu tun hat, eigentlich eher nicht wünscht. Und daher fallen auch diffraktive Linsen eigentlich raus, ja. Nun, die Frage ist dann, mit was für einer Technologie kriegen wir sie trotzdem in die Brillenfreiheit? Da sie leicht kurzsichtig ist, ist sie es eigentlich gewöhnt, in der Nähe nicht so schlecht zu sehen. Da hat sich für mich die Möglichkeit angeboten, mit der neuen Rayner EMV Toric diese Patientin zu versorgen. Dies ist eine Monofokal Plus-Edorf-Linse, die bewusst positive sphärische Aberrationen in der Optik induziert und damit eine deutliche Tiefenschärfe erreicht. Man kann mit dieser Linse auch monovisionstechnisch arbeiten, man kann sie auch plano anwenden. In diesem Fall haben wir diese Patientin mit der in Deutschland erstmalig verfügbaren EMV Toric versorgt auf beiden Seiten. Wir waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Sie war bereits in den ersten Tagen nach der Operation bei einem Visus von unkorrigiert 1,0 bis 1,25. Sie hat ein sehr gutes Intermediär-Sehen gehabt, in der Größenordnung von 0,8 bis 1,0. Und selbst die Nähe war binokular bei 0,6 bis 0,8. Insgesamt war die Patientin sehr zufrieden mit dem Outcome und die Defokuskurve war hervorragend. Keinerlei Dysphotopsien, Glare, Halos waren von der Patientin berichtet worden. Also insgesamt genau das, was sie gerne gehabt hätte. Vielen Dank für diesen spannenden Fall. Besten Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Alphons.